Ein herzliches Willkommen, liebe Natur- und Naturgartenfreunde. Kennt ihr das, wenn ihr an einem Sommermorgen die Fenster öffnet und diesen wunderbaren frischen Duft einatmet, nach Blumen, nach Gras, nach Wiese, vielleicht sogar nach kühlem See oder Teich? Was gibt es Schöneres? Bei mir, direkt vor dem Schlafzimmerfenster, blüht jetzt gerade ziemlich hoch dieser zauberhafte weiße und rosa Phlox, der mich an den Garten meiner Kindheit erinnert. Welch ein Genuss! Da wir jetzt tatsächlich einige Tage Sommer haben, dachte ich mir, ich führe euch diesmal durch meinen sommerlichen, idyllischen Naturgarten. Vielleicht sollte ich lieber sagen, naturnaher Garten. Denn bei mir wachsen neben vielen heimischen Wildpflanzen auch viele, die man in ganz gewöhnlichen Ziergärten findet oder in Bauerngärten. Es ist ein verspieltes Miteinander. Kritische Stimmen werden jetzt meinen, aber in einem Naturgarten sollten da nicht ausschließlich Wildpflanzen wachsen und keine gebietsfremden, also Neophyten? Meiner Meinung nach ist diese Abgrenzung aber zu einseitig. Ich finde, eine bunte Pflanzenmischung kann einen Naturgarten durchaus bereichern. Zu diesem Thema möchte ich mich in diesem Video genauer äußern und euch dazu ermutigen, das Naturgärtnern gelassen und entspannt anzugehen. Bei meinen Recherchen bin ich auf die Webseite der Naturgartenplanerin Julia Wehner gestoßen. Sie gliedert Naturgärten in unterschiedliche Typen. Ihre Einteilung finde ich sehr interessant und nachvollziehbar und deshalb werde ich sie euch auch gegen Ende des Videos vorstellen. Lasst euch überraschen, vielleicht passt ja einer dieser Typen ganz genau zu euch. Ich möchte euch zum Naturgärtnern auch einige Tipps und Orientierungshilfen geben, gerade wenn ihr noch Anfänger seid. Aber auch die alten Hasen unter euch werden sicher einige spannende Ansätze entdecken. Eine allgemeingültige Definition für Naturgarten gibt es auch nicht. Und ich denke, es gibt so viele verschiedene Naturgärten, wie es Naturgärtner gibt. Ich fokussiere mich in meinem Naturgarten nicht so sehr auf einzelne Pflanzen, sondern versuche ihn ganzheitlich zu betrachten. Also, was hat er als Gesamtlebensraum für die Tierwelt bei mir im Garten zu bieten? Genauso wichtig wie die Auswahl an Pflanzen sind aber auch die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen, die sie mit ihrem Garten verbinden. Für Naturgärtner gilt natürlich vor allen Dingen, mit ihrem Garten die Natur auf möglichst vielfältige Weise zu unterstützen. Dennoch gibt es auch hier unterschiedliche Schwerpunkte, Vorlieben und Richtungen. Hardcore-Naturgärtner wollen ihren Garten wirklich zu 100% in den Dienst der Natur stellen und pflanzen auch nur heimische Wildpflanzen an. Andere möchten ihren Garten trotzdem auch noch für ihre Freizeitgestaltung nutzen, als Spielfläche für ihre Kinder oder für ihre Haustiere. Manche legen ihren Schwerpunkt auf Schmetterlingspflanzen oder haben ein besonderes Interesse an Wildbienen. Der ein oder andere kann sich vielleicht auch von seinen ästhetischen Vorstellungen nicht wirklich trennen,
oder von geliebten Zierpflanzen, mit denen ihr etwa auch besondere Erinnerungen verbindet. Und dann gestaltet ihr seinen Garten eben so, dass er auch diese Bedürfnisse darin verwirklichen kann. Und meiner Meinung nach ist dagegen auch in einem Naturgarten nicht das Geringste einzuwenden. Dieser hübsche blaue Strauchhibiskus etwa war ein Geschenk von Verwandten an meine Mutter. Er steht hier schon über 30 Jahre und hat ein lebenslanges Bleiberecht. Und wer sagt denn, dass der gesamte Garten als Naturgarten angelegt sein muss? Vielleicht passt auch ein Naturgartenbeet gut zu euch, das eben nur mit Wildpflanzen bepflanzt wird. Oder ein anderer, etwas größerer oder vielleicht auch einzelne kleinere Bereiche in eurem Garten. Vielleicht möchtet ihr auch erstmal nur eine wilde Ecke in eurem Garten belassen. Diese lässt sich auch hinter einer Mini-Hecke oder einem gefälligen Weiden- bzw. Staketenzaun verstecken. Wichtig ist nur, dass sie wirklich wild sein darf und nicht betreten werden sollte. Ihr könnt natürlich auch Wildpflanzen zwischen eure Zierpflanzen setzen oder säen und sie in einem munteren Miteinander wachsen lassen. Denn, wie es bei uns in Bayern so schön heißt, der Spaß an der Freude sollte nicht zu kurz kommen. Wer sich überfordert fühlt oder vielleicht auch frustriert, weil er angeblichen Ansprüchen nicht genügt, der bleibt eventuell auch nicht bei der Sache. Und das wäre wirklich sehr schade. Das Schöne am Naturgarten ist ja, dass man wirklich viele seiner eigenen Bedürfnisse, Interessen, aber auch Fähigkeiten mit in die Gestaltung einbringen kann. So gibt es etwa begeisterte Architekten unter den Naturgärtnern. Also solche, die mit großem Einsatz ganz besondere Wildbienennisthilfen, Käferkeller, Eidechsenburgen oder Sandarien anlegen. Für manch einen Naturgärtner ist auch das Thema Wasser im eigenen Reich besonders wichtig. Also ein wunderschöner Schwimmteich, aber auch ein kleiner Teich kann eine großartige Rolle spielen im Naturgarten. Genauso wie ein Wasserfass oder eine Vogeltränke. Wasserstellen kann es im Garten doch nie genug geben. Für mich etwa ist die Unterstützung und Beobachtung unserer Vogelwelt ein besonderer Schwerpunkt. Aber natürlich nicht nur. In meinem Naturgarten finden sicher viele wilde Tiere ein gutes Zuhause. Je vielfältiger seine Bewohner sind, desto vielfältiger ist auch das gesamte Ökosystem Garten. Und umso gesünder und stabiler ist es. Jeder Garten unterscheidet sich ja ganz einzigartig von jeglichem anderen Garten. Denn er bildet im Zusammenspiel von Pflanzen und Tieren ein ganz eigenes Ökosystem, das es so nur einmal auf der Erde gibt.
Ist euch denn das auch bewusst? Und ich persönlich halte nichts davon, einen eingewachsenen Garten komplett umzumodeln und alles zu entfernen, was dem neuen Konzept nicht entspricht. Auch wenn das ein Naturgartenkonzept ist. Die Bedeutung heimischer Wildpflanzen für unsere Insekten steht völlig außer Frage. Sie sind entscheidend für das Überleben und die Gesundheit unserer Insektenpopulationen, denn sie bieten genau die Ressourcen, die Insekten benötigen, um zu überleben, sich zu vermehren und ein gesundes und stabiles Ökosystem aufrechtzuerhalten. Aber ein Garten wird ja vom Menschen gestaltet und ist nicht Teil einer Landschaft. So haben wir die Möglichkeit, auch auf kleineren Flächen mehr Vielfalt zu schaffen, als sie auf einer ähnlich großen Fläche in der freien Natur zu finden ist. Generalisten unter den Insekten nutzen meist sehr viele Blühpflanzen, um an Nektar zu kommen, und da spielt das oft keine Rolle, ob eine Pflanze auch heimisch ist. Hier können wir auch die Vorteile von einigen nicht heimischen Pflanzen nutzen. Etwa die lange Blühdauer von nordamerikanischen Astern bis hinein in den späten Herbst. Es gibt ja noch viele andere Faktoren, die wichtig sind, um unseren Insekten im Garten optimale Lebensbedingungen zu bieten. Etwa das Vorhandensein unterschiedlichster Kleinstlebensräume, wie sonnige und schattige Standorte, feuchte und trockene Zonen sowie Sand- oder Kiesflächen. Daneben auch Totholz in unterschiedlichsten Stadien der Verrottung, das etliche Wildbienenarten und Wespen zum Nestbau benötigen und viele Käferarten für die Entwicklung ihrer Larven. Ich kann hier nicht alles aufzählen, aber ihr seht schon, dass ihr noch viel mehr in eurem Garten tun könnt, außer heimische Wildblumen zu pflanzen. Ich gehe auch deshalb so ausführlich auf dieses Thema ein, weil mich verstärkt etwas besorgte Anfragen erreichen. Etwa die Frage, ob denn der geliebte weiße Flieder, auf dessen Blüte man sich im Mai immer schon so freut, wirklich aus dem Garten entfernt werden müsse, wenn es ein Naturgarten sein soll. Oder auch die gefüllte, wunderbare Rose, die man so liebt, muss die wirklich weg, weil sie, wie man so gehört habe, keinerlei Mehrwert für unsere Insekten bietet. Solche Fragen beantworte ich immer mit einem klaren Nein. Lasst doch diese Lieblingspflanzen bei euch im Garten, denn sie machen euch einfach große Freude und das hat seinen eigenen Wert. So wichtig es ist, möglichst viele heimische Wildpflanzen in unserem Naturgarten zu haben, bekomme ich doch so langsam das Gefühl, dass so manche Gartenbegeisterte von einem Perfektionismus direkt in den nächsten schlittern. Nämlich vom perfekt gepflegten, stylischen und in Reih und Glied gepflanzten Ziergarten hin zum perfekten Naturgarten, in dem auch nur bestimmte Pflanzen wachsen dürfen und unterschieden wird zwischen den guten und den schlechten Pflanzen. Irgendwie haben wir unsere Feindbilder vertauscht. Aus völlig überflüssigen Unkräutern wurden hochgeschätzte Wildkräuter. Und die früher so geschätzten und bewunderten neuen Exoten im eigenen Garten werden jetzt plötzlich zu geschmähten Neophyten. Auch die Einteilung in Schädlinge und Nützlinge scheint sich zu wandeln. Auf der einen Seite wird fleißig weiter gespritzt und die Blattläuse mit Gift vernichtet, auf der anderen Seite sieht man Blattläuse jetzt als wichtige Nahrungsgrundlage für alle möglichen anderen Insekten und vor allen Dingen für die Vögel. Da, wo sich die Gruppe der Ziergärtner große Sorgen macht, wenn an ihren Rosenblättern halbrunde Fraßstellen zu sehen sind, begeistern sich Naturgartenfans. Ui, wir haben Blattschneiderbienen im Garten. Wir Menschen sind schon ein bisschen schräg, oder?
Die Diskussion um Neophyten oder invasive Neophyten finde ich durchaus gerechtfertigt und auch sehr wichtig. Aber verrennen wir uns da gerade nicht ein bisschen? Und schießen manchmal übers wohlgemeinte Ziel hinaus? Und jeder, der sich auf den Weg zum Naturgärtnern macht, hat ja genau das im Sinn, die Natur zu unterstützen. Aber jeder darf das in seinem Tempo versuchen und es ist ein stetiger Prozess. Also verabschiedet euch doch bitte von eurem dauerschlechten Gewissen, entweder gegenüber den ordnungsbewussten Nachbarn oder wegen eurer eigenen Ansprüche an einen Naturgarten. Wie ist denn dazu eure Meinung? Das möchte ich wirklich sehr gerne wissen. Also seid so nett und schreibt mir, denn ich beantworte wirklich und mit Freude jeden einzelnen Kommentar, wenn er in einem respektvollen Ton gehalten ist. Allen, die sich von den unterschiedlichen Informationen verunsichert fühlen und gerne eine Orientierung haben möchten, wie sie denn ihren Naturgarten gestalten sollen, denen empfehle ich die Webseite von Julia Wehner, der Naturgartenplanerin aus Norddeutschland. Sie hat auch einen eigenen Naturgarten-YouTube-Kanal, den ich euch gerne unter dem Video verlinke. Julia Wehner unterscheidet 4 Naturgartentypen. Diese kann man auf ihrer Webseite noch genauer nachlesen und sich auch gute Anregungen holen. Der erste Typ ist der reine Naturgarten, also einer, in dem nur heimische Wildpflanzen wachsen. Solche Gärten gibt es aber, glaube ich, eher selten. Sie sind das absolute Sahnehäubchen in der Naturgartenbewegung. Die 3 anderen Naturgartentypen sind eher Naturgarten-Light-Versionen, zumindest was die Pflanzen anbelangt. Den 2. Typus nennt Julia Wehner 70-30 Naturgarten. Hier wachsen etwa 70% heimische und 30% exotische Pflanzen. Der Typ 3 ist ein Ziergarten mit einem gewissen Anteil an heimischen Pflanzen. Auch der 4. Typ ist für Julia Wehner ein Naturgarten. Er ist allerdings ein reiner Ziergarten, der jedoch konsequent biologisch gepflegt wird. Also ohne jegliches Gift, ohne Torf und ohne Kunstdünger. Das gilt selbstverständlich für jede Art von Naturgarten. Wenn ihr jetzt einmal darüber nachdenkt, wo würdet ihr denn euren Garten bei dieser Auflistung einordnen? Oder welcher Typ von Naturgarten passt denn am ehesten zu euch? Vielleicht liegt ihr auch irgendwo dazwischen. Diese Gliederung ist natürlich Ansichtssache, aber schaut doch mal auf der Webseite von Julia vorbei. Es gibt auf jeden Fall interessante Tipps von ihr. Ich denke, mein Naturgarten gehört zur Gruppe der 70-30 Naturgärten. Wenn man bei der Betrachtung des Gartens nicht auf der zweidimensionalen Ebene bleibt, sondern dreidimensional denkt, also auch Wände, Bäume und Sträucher mit einbezieht, also in die Höhe denkt, dann bin ich vielleicht auch schon bei 80-20 angekommen. Wenn ihr denkt, euer Naturgarten sei noch nicht genug Naturgarten, dann betrachtet doch einmal die Pflanzen bei euch, die sich in die Höhe entwickeln. Solche Pflanzen bedecken oft große Flächen. Auf diese Weise bilden sie auch noch eine gehörige Menge an Blattmasse und Lebensräume dazu. Also rechnet doch auch mal die vertikale Ebene mit ein. Vielleicht habt ihr mit Efeu oder Wein begrünte Mauern oder Wände.
Vielleicht dient ein Zaun als Ranggitter für Pflanzen. Oder ihr habt den ein oder anderen schönen, alten, hohen Baum im Garten. Allein ein Obstbaum ist schon ein wunderbares Biotop für sich, mit Blüten im Frühling und Früchten im Herbst. Auch in der Rinde des Stamms lebt allerlei Getier. Neben Nahrung bieten solche alten oder hohen Bäume oder auch Sträucher Schutz- und Versteckmöglichkeiten. Vielleicht auch ein Ranggerüst für eine heimische Kletterpflanze. An heißen Sommertagen finden wir Naturgärtner darunter jedenfalls einen perfekten Schattenplatz. Ich glaube, was ich euch jetzt sage, können euch alle begeisterten Naturgartenfans bestätigen. Hat euch das Naturgartenfieber erst einmal gepackt, entwickelt ihr euch geradezu zwangsläufig zum Jäger bzw. zum süchtigen Sammler, vor allen Dingen von Wildpflanzen. Vorbilder spielen dabei auch eine Rolle. Alle, die ihr hier meinen Naturgartenkanal anschaut, seht euch vermutlich auch alle anderen an, die ich selbst auch anschaue. So dass wir vermutlich alle in unserem Naturgarten Natternköpfe haben, wilde Möhren, Königskerzen und natürlich auch den Dost, unseren heimischen Oregano. Und jeder möchte gerne die schwarzblaue Holzbiene in seinem Garten haben. In meinen Garten hat es immerhin die Gartenwollbiene geschafft. Es gibt Menschen, die ganz normale Dinge sammeln, sagen wir mal Bierkrüge, und dann gibt es die Naturgärtner. Gärtner, die ihre wahre Bestimmung als Naturgärtner gefunden haben, erkennt man übrigens daran. Erst einmal, dass sie jede einzelne Raupe faszinierend finden, dann aber an einem noch viel eindeutigeren Kennzeichen. Wenn sie leuchtende Augen und einen leicht gierigen Blick bekommen, falls sie auf einem Waldspaziergang ein wunderschön vor sich hin moderndes Stück Totholz finden und sie insgeheim überlegen, ob sie das tolle Stück nicht irgendwie nach Hause schleppen könnten. Und natürlich befinden sich in ihrem Garten ganze Sammlungen an Totholz, die sie dann auch stolz vorführen. Stehendes Totholz, liegendes Totholz, in den Boden eingegrabenes Totholz, Totholz als Benjershecke, Totholz als Totholzhaufen. Gehört ihr auch schon zum Club und seid Totholzsammler? Dann könnt ihr jedenfalls gewiss sein, dass ihr auch der Naturgartenleidenschaft verfallen seid. Da jetzt nicht nur der Bestand an Totholz in eurem Garten stetig zunimmt, sondern ihr ja auch noch immer neue Wildpflanzenschätze nach Hause tragt, die sich auch auf wundersame Weise vermehren, so werdet ihr sicher ein wenig Platzprobleme bekommen. Wildpflanzen, die ihr dann nicht mehr in euren Beeten unterbringen könnt, werden dann sicher auch verschiedene Töpfe bevölkern, Hängeampeln oder auch das Hochbeet. Einige meiner Wildpflanzen haben in Töpfen oder Körben die Mauer neben meiner Garage erobert. Auf dem Platz vor meiner Garagentür haben sich auch einige Wildpflanzen von selbst angesiedelt. Die gelbe Skabiose, Kartäusernelken oder das Labkraut. Welche Ideen habt ihr denn, zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen, neue Wildpflanzen bei euch unterzubekommen? Ich bin mir sicher, ihr seid da auch sehr erfinderisch.
Schreibt eure Ideen und Anregungen doch bitte für uns alle in die Kommentare. Ich hoffe, ihr könnt meine Anregungen und Tipps für euch nutzen und das Video hat euch einige vergnügliche Minuten beschert. Bei uns ist es inzwischen Abend geworden, einer dieser heuer doch eher seltenen, wirklich lauen Sommerabende. Ihr wisst ja, mit einem Like oder vielleicht sogar einem Abo würdet ihr mir eine riesige Freude machen. Bedenkt, für euch ist das nur ein ganz kleiner Klick und mir bedeutet eure Wertschätzung wirklich viel. Und damit möchte ich mich auch von euch verabschieden. Genießt noch die schönen Sommerabende in eurem Naturgarten und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Bis bald!